Ich habe einen ganz simplen Versuchsaufbau einer Funken-Erodiermaschine gebastelt, den ich euch in diesem Video etwas genauer zeigen möchte. Wie der Name vermuten lässt, trägt diese Maschine das Material durch Funkenbildung, hervorgerufen durch elektrische Ladung, ab. Es handelt sich in diesem Ausbaustadium um eine zwar funktionierende, aber grottenmäßig ineffiziente Maschine. Schlechte Versuchsaufbauten sind sehr gut geeignet, um die Kernelemente eines Verfahrens genauer zu analysieren. Ziel des Versuchsaufbaus ist es, ein kleines Loch in gehärteten Stahl zu bohren. Als Mechanik kommt eine einfache CNC-Maschine zum Einsatz, die ich auf meinem zweiten Kanal, How Open Is This Gadget, im Detail vorgestellt habe. In Sachen Mechanik habe ich lediglich einen Schleifkontakt an der Werkzeughalterung des Fräsmotors angebracht und das Motorgehäuse mit Klebeband vom Rest der Mechanik elektrisch isoliert. Die Firmware, im Original wird Gabel verwendet, ist durch ein paar Zeilen selbstgeschriebenen Code ersetzt worden. Wie das geht, habe ich in einem vorangegangenen Video gezeigt. Das Material meiner Wahl, in das ein Loch gebohrt werden soll, ist eine aus gehärtetem Stahl gefertigte Rasierklinge mit einer Dicke von etwa 0,1 mm. Versuchen wir zuerst, das Loch auf die klassische Methode zu bohren. Ein 1 mm Bohrer befindet sich im Spannfutter und die Z-Achse wird bei laufender Spindel per Hand langsam abgesenkt. Die Spitze des Bohrers tanzt auf der Stahloberfläche, anstatt am vorgesehenen Punkt einzudringen. Irgendwann findet der Bohrer doch eine Stelle, an welcher der Stahl ein wenig nachgibt, dann passiert aber nicht mehr viel. An der Verfärbung der Rasierklinge ist zu sehen, dass sich das Metall stark erhitzt. Die Wärmebildkamera macht das noch deutlicher. Wirklich gebohrt hat der Bohrer nicht. Verwenden wir im zweiten Anlauf erneut denselben, nun etwas stumpfen 1 mm Bohrer, legen dabei aber eine Gleichspannung von etwa 30 Volt zwischen Werkstück und Bohrer. Dazu wird der Schleifkontakt benötigt, der aus einem Streifen Kupferblech besteht, der das Spannfutter berührt. An diesem Schleifkontakt liegt die Masse des Stromkreises an. Die plus 30 Volt Leitung führt über eine Schraube zur Werkstückhalterung und darüber zur Rasierklinge. Die 30 Volt Gleichspannung werden von einem sehr improvisierten Step-Up-Konverter aus einer Eingangsspannung von nicht ganz 12 Volt generiert. Kernkomponenten der Schaltung sind ein Elektrolytkondensator, der auf die Ausgangsspannung geladen wird, eine selbstgewickelte Ringkernspule, welche durch Ein- und Ausschalten per Induktionsspannung die Eingangsspannung auf den gewünschten Wert erhöht, ein N-Kanal-MOSFET, über den der Stromfluss durch die Spule gesteuert werden kann, und eine Diode, welche bewirkt, dass die höhere Ausgangsspannung von der niedrigeren Eingangsspannung isoliert ist. Das Ein- und Ausschalten des MOSFETs und somit des Spulenstroms wird von einem Mikrocontrollerboard mit ATmega328P Chip übernommen. Auch dessen Firmware besteht lediglich aus ein paar Zeilen Code, die dafür sorgen, dass der Kondensator nur bis zur vorgesehenen Entspannung geladen wird.
Über einen Pin kann ein Signal an die CNC-Maschine ausgegeben werden, das anzeigt, ob die Ausgangsspannung erreicht wurde oder eben nicht. Wie funktioniert Funkenerosion? Nun, der Bohrer wird langsam an die Oberfläche der Rasierklinge herangeführt. In dem Stromkreis, bestehend aus dem geladenen Elektrolytkondensator, den Kupferleitungen, dem Spannfutter und dem Bohrer aus Stahl sowie der Luft zwischen Bohrerspitze und Materialoberfläche, besitzt letztere den mit Abstand höchsten Widerstand. Es fließt so gut wie kein Strom aus dem Kondensator ab. Ist der Luftspalt allerdings sehr klein, springt irgendwann ein Funke über und das bevor der Bohrer die Rasierklinge berührt. Zu dem Prozess der Funkenbildung ist viel zu sagen, das werde ich in einem späteren Kapitel genauer beleuchten. Zur Elektrostatik habe ich bereits ein Video im Angebot. Die Kurzversion lautet: Funke ist ein Plasma. Plasma leitet elektrischen Strom sehr gut und Plasma ist so heiß, dass Teile der Rasierklinge schmelzen oder sogar verdampfen. Dadurch wird ein wenig Material der Rasierklinge erodiert, also abgetragen. Erhalten wir das Plasma also aufrecht, bis das Loch die gewünschte Tiefe hat? So einfach geht das aus Gründen, die ich in diesem Video noch nicht weiter vertiefen möchte, leider nicht. Das Plasma muss wieder zum Erlöschen gebracht werden. Das geschieht zum einen dadurch, dass sich der Elektrolytkondensator entlädt, womit die Ausgangsspannung sinkt, und zum anderen dadurch, dass der Bohrer wieder angehoben wird. Irgendwann ist das elektrische Feld zwischen Bohrerspitze und Rasierklinge so klein, dass das Plasma zusammenbricht und der Funke wieder erlischt. Der Prozess beginnt nun von vorne, der Kondensator wird wieder geladen und der Bohrer abgesenkt. Mit jedem Zyklus wird weiteres Material abgetragen, bis die Rasierklinge irgendwann durchbohrt ist. Mein Versuchsaufbau funktioniert. Prinzipiell. Fast berührungslos durchdringt der Bohrer ein sehr hartes Metall, das dieser auf klassische Art maximal ein wenig angekratzt hat. Beim Bohren eines weiteren Lochs ist die Rasierklinge nur an einem Ende festgeklemmt, um zu zeigen, dass der Bohrer den Stahl maximal ein wenig streichelt. In weiteren Kapiteln wird es darum gehen, den Aufbau zu optimieren und den Prozess genauer zu durchleuchten. Ja, ich weiß, dass mein Step-Up-Konverter Grotte ist, aber das Ding besitzt immerhin eine zweite Diode zur Erkennung von Kurzschlüssen, einen zweiten MOSFET, um diese Kurzschlüsse zu blockieren und einen Mikrocontroller, der noch etliche Zeilen mehr an Steuerungscode verarbeiten kann und noch so einige freie GPIOs besitzt. Und noch ein Ja, ein simpler Step-Up-Konverter als solcher wird der Schaltkreis dann auch gar nicht mehr sein. Dann habe ich ein Mikroskop, mit dem ich den Prozess in ganz groß zeigen kann und dabei ansprechen werde, warum das Werkstück und der Bohrer permanent mit einer Flüssigkeit umspült werden sollten. Stück für Stück werde ich zeigen, wie möglichst viel der elektrischen Eingangsleistung zur Erosion verwendet wird, anstelle im Step-Up-Konverter, der Frässpindel oder der CNC-Maschine zu verbraten. Um meine spärlich bemessene Zeit effizient zu nutzen, werde ich lediglich auf Kommentare eingehen, die einen für mich wirklich neuen Sachverhalt zum Thema Funkenerosion ansprechen. Dieses Video ist ja nur eine ganz knappe Einführung zum Thema. Fragen in den Kommentaren werden zur Kenntnis genommen und eventuell in spätere Videos eingebaut. Mehr zu Physical Computing gibt's auf den Seiten von meinem Projekt Homo Faciens, klickt mal rein.
und wer mich finanziell im Aufbau dieser Funken Erosions CNC oder weiterer Open Source Maschinen unterstützen möchte, dort gibt's eine Spendenschaltfläche. Vielen Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht haben. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!